Hallo zusammen, heute geht es um unterschiedliche Zellenspannungen bei der Batterie. Was nicht unbedingt bedeutet, dass die ganze Batterie Schrott ist. Ich habe hier unsere 100 Ampere Lithium-Batterie. Und hier steht ein Preis, der ist jetzt in der Schweiz 796 und ohne Bluetooth 600. Das verlinke ich euch natürlich unten im Beschrieb. Aber diese Batterie stellen wir auf die Seite und wir schauen uns hier eine offene Batterie an. So sieht die aus, einfach hier nicht angeschlossen, als loses Teil. Also wir sehen hier drin die Rundzellen. Die sind jetzt grau hier in der Batterie und das ist eine 6 Ampere Stunden Rundzelle. Und solch eine Batterie ist ja folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier diese Rundzelle, also theoretisch einfach aufgebaut haben wir eine Rundzelle, Minus und Plus. Und dann kommt die nächste Rundzelle und die nächste Rundzelle und die nächste Rundzelle. Und hier haben wir Plus, Plus, Plus. Und hier geht die Leitung weg und hier geht die Leitung weg. Und hier sind die Teile verbunden zwischendrin. Und jetzt haben wir ja das BMS, was wir dann das oben regeln. Und bei dieser 100 Ampere Rundzelle, da haben wir 68 solcher Zellen drin. 68 durch 4 wären dann 17, das heißt, ich habe hier wieder eine und hier wieder eine und hier wieder eine. Wir machen jetzt nur 4 und hier habe ich auch wieder so eine Rundzelle. Und hier sind die hier miteinander verbunden und so miteinander verbunden. Und hier dasselbe. Und solche eine Zelle hier hat 3,6 Volt. 3,6 Volt, also das ist Ladespannung. 3,6 Volt mal 4 haben wir dann etwa 13 Volt hintereinander. Und eine Zelle hat 6 Ampere Stunden. Das heißt, bei 4 Zellen habe ich dann 24 Ampere Stunden auf diesem Block, hier, 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 und das zusammen gibt 24 Ampere Stunden bei 13 Volt. Hier habe ich 17 Zellen, durch das habe ich dann 102 Ampere Stunden. Hier oben, oder ich zeige Ihnen das unten weg, habe ich, also hier wird es auch noch verbunden und hier auch noch verbunden. Und hier habe ich ein BMS drin oder ein Balancer. Der geht hier unten und der geht hier drauf. Und was macht jetzt der Balancer? Diese Balancer haben wir entweder hier verbaut oder teilweise separat verbaut. Und dieser Balancer macht nichts anderes, weder dass er diese Zellenspannung hier angleicht. Das heißt, wenn ich jetzt diese Batterie hier nehme und da habe ich eine App und dann sehe ich hier, dass diese Zellen hier alle 3,19 Volt haben. Dieser Balancer hat jetzt diese Zellen alle ausgeglichen, dass diese unterschiedlich, wenn sie unterschiedliche Spannung haben, alle gleich sind. Jetzt, wenn die Batterie voll ist und ihr fängt das Teil an zu entladen. Wir haben jetzt hier beispielsweise 24 Ampere Stunden, also das heißt jetzt 24 AH hat diese Zeichnung hier. Dieser Block hier hat auch 24 Ampere, aber nur 3,2 Volt, wie wir gesehen haben. Wenn er voll ist, 13,3,6 Volt. Und jetzt fangen wir hier an,
rauszuziehen. Und zwar gibt es Leute, die ziehen jetzt mit dem Wechselrichter raus und die ziehen dann irgendwas 100 Ampere raus, was das BMS bei dieser Batterie jetzt verkraftet. Können wir auch aus den Zellen rausziehen. Und jetzt nehmen wir an, eine dieser Zellen hier, diese ist tot. Oder nicht ganz so stark. Wir ziehen raus, nicht 24 Ampere, sondern wir ziehen 18 Ampere raus. Das macht die Batterie ohne Probleme mit, weil diese Zellen hier bringen die 18 Ampere Stunden. Hier haben wir 24 drin. Also wenn wir diese 18 Ampere Stunden rausgezogen haben, ist dieser Block eigentlich leer. Was passiert weiter? Oh, die Zellenspannung von diesem Block fällt mehr zusammen, fängt der Balancer an auszugleichen. Die meisten Balancer, die in diesen Batterien verbaut sind, haben ja nur ein oder vielleicht zwei Ampere Ausgleichsleistung. Wenn ich aber hier oben von mir aus 30 Ampere rausziehe, dann kommt dieser Balancer nicht hinterher mit dem Rausziehen. Das heißt, diese Spannung hier, also dieser Block, fällt die Spannung zusammen. Das heißt, irgendwann sehe ich hier auf dem App, dass die Spannung bei einem Block runterfällt. Dann kann ich ja hier ein Bildschirmscreen machen und mir zusenden. Was da vorher lief, weiß ich nicht. Und ich sage euch eines, all diese Batterien, hat es irgendeine Zelle, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig ist. Das heißt, die Spannung ziehe ich runter, der kommt nicht mit dem Ausgleichen nach und ich mache dieses Foto. Also das heißt, die Batterie ist defekt. Die Batterie ist nicht defekt, sondern eine Zelle ist beschädigt. Und dann habe ich eine Zelle leer, die Spannung fällt zusammen und die Batterie geht aus. Obwohl ich dann eben nicht nur die 24 Ampere rausgezogen habe, sondern halt vielleicht nur die 18 oder 20 Ampere Stunden. Durch das ist die Batterie zwar im Gesamten nicht kaputt, aber eine Zelle hat einfach diese Kapazität nicht mehr. Und dann wird das vorgelegt, als ob das die ganze Batterie hat. Ja, jetzt sagen die einen, ja gut, das ist halt so, wenn das Rundzellen sind, die hier verbaut sind. Besser sind Prismazellen. Ja, bei den Prismazellen ist das einfach ein Block. Und wenn der eine Block jetzt nur 90% Kapazität hat, aus irgendeinem Grund, weil er älter wurde oder sonst was, dann habe ich das gleiche Problem auch hier. Das heißt, dieser Balancer kommt nicht aus, oder das BMS, was der Balancer integriert, der kommt nicht nach mit dem Ausgleichen. Und dann habe ich das Thema, die Zellen sind leer. Die eine ist leer, bevor die anderen leer werden. Und das ist ein Alterungsprozess von diesen Zellen, die sind nicht alle gleich. Eben hier sind jetzt 68 Stück drin. Wenn hier eine kleine Zelle hier den Schaden hat, dann habe ich hier auf dem App diese unterschiedlichen Spannungsanzeigen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich kann dann diese von diesen 68 Zellen, die hier verbaut ist, die richtige suchen und eine neue reinmachen. Erstens müsst ihr rausfinden, welche Zelle das hier drin kaputt ist. Und zweitens, wenn ihr dann wieder eine neue reinmacht, habt ihr dann eigentlich eine neue Zelle zu den alten Zellen. Früher hat es mal geheißen, bei den Bleibatterien immer gleiche Zellen, gleiche Bauserie und gleiches Alter miteinander verbauen. Bei den Lithium sei das nicht mehr so, das kann man alles zusammenmischen. Also ich bin der Meinung, das funktioniert nicht. Also alles gleichwertige Zellen, gleiche Bauart, gleiche Hersteller, gleiches
Herstellungsdatum bzw. die gleiche Serie miteinander verschalten. Sonst gibt es eben unterschiedliche Zellspannungen bei starker Entladung. Das BMS regelt das dann wieder aus, bzw. der Balancer. Warum habe ich hier unterschiedliche Spannungen, Farben? Das ist eine andere Serie von Zellen wie hier die grauen, aber jetzt eben hier blaue Zellen und graue Zellen, wo ich ganz klar sagen kann, ist eine andere Serie, nie miteinander mischen. Es gibt jetzt Zellenhersteller, die geben 10 Jahre Garantie auf die ganze Batterie. Also wenn da eine Zelle kaputt ist, dann ist hier ein Schaden drin von 2 Euro oder 3 Euro, was so ein Teil kostet. Da ist nicht die ganze Batterie kaputt, da ist nur eine Zelle kaputt. Aber bei mir haben wir 2 Jahre Garantie, bei anderen 10 Jahre. Und ihr müsst dann mit denen streiten, ob ihr da Garantie bekommt. Ja, das soll es gewesen sein von heute. Hier verlinke ich euch ein Video von dieser 100 Ampere Batterie, natürlich komplett. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.